Hallo, hier ist wieder euer Oliver und ich erkläre euch heute die Funktion zählen wenn. Ja, was genau ist es? Das ist eine Funktion, die zählt die Anzahl an, ja, hier in dem Fall jetzt Personen, die eine bestimmte Eigenschaft aufweisen. Also was wir zum Beispiel wissen wollen ist, wie viele Mädchen gibt es in dieser Liste, wie viele Jungen, wie viele Personen in der Liste sind über 1,80 groß oder wie viele Personen wiegen über 75 Kilo. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir geben jetzt hier ein, ist gleich, zählen wenn, taucht hier schon auf, das ist die Funktion. Dann müssen wir jetzt hier den Bereich eingeben, das wäre jetzt in dem Fall das hier, weil da das Geschlecht drin steht. Dann Strichpunkt und dann das Suchkriterium, also was genau wir für eine Eigenschaft haben wollen. Wenn es jetzt hier keine Zahl ist, sondern sowas wie zum Beispiel männlich oder weiblich, dann brauchen wir hier ein Anführungszeichen, dann ja, das Zeichen für Mädchen ist jetzt hier W. Also W, Anführungszeichen zu, Klammer zu und dann Enter. Das heißt, wir sehen in dieser Tabelle hier sind 10 Personen ja, vom Geschlecht her weiblich. Dasselbe können wir jetzt auch für Junge machen. Also wieder ist gleich, zählen wenn. Dann hier wieder den Bereich auswählen. Dann wieder das Kriterium, dieses Mal M in Anführungszeichen. Enter, man sieht, es gibt auch 10 Jungen. Ja, das Ganze funktioniert natürlich auch für andere Merkmale, zum Beispiel jetzt Personen über 1,80. Da bräuchten wir dann wieder hier die Funktion. Da müssen wir jetzt Bereich Größe auswählen natürlich, weil wir ja eine bestimmte Größe haben wollen. Und jetzt müssen wir als Suchkriterium eingeben, ja, größer als 1,80. Also Anführungszeichen, dann größer 1,80, Anführungszeichen zu. Ich sehe gerade, dass wir hier noch einen Fehler haben, der muss natürlich raus. Dann hier Klammer zu, Enter. Wir sehen, 7 von den 20 Personen sind größer als 1,80. Ja, wenn man jetzt hier auch nachzählt, kommt natürlich dasselbe raus. Wenn es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dasselbe kann man jetzt natürlich auch fürs Gewicht machen. Was natürlich, funktioniert natürlich wieder genauso. Wieder ist gleich, zählen wenn. Hier Bereich auswählen. Dann wieder mit Anführungszeichen. Größer 75. Die Anführungszeichen sind auch hier ganz wichtig, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, wenn man jetzt hier wieder Enter drückt, sieht man, von den 20 Personen in unserer Tabelle wiegen 10 über 75 Kilo. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und bis zum nächsten Mal, wenn ich euch dann die Funktion zählen, wenn mit mehreren Eigenschaften erkläre. Ciao.